Jimmy, gleich ist das Bild vorbei. Und ich kann nicht mehr. Mann, Jimmy, du musst stehen bleiben. Aber meine Beine tun mir weh, du Blödmann. Mal, mal schneller. Ja, aber du musst stehen bleiben. Ich muss es doch 1:1 abpausen. Ja, jetzt. Oh, das ist so, das wird so cool, Leute. Schaut euch das mal an. Oh, Jimmy, steh auf. Ich kann nicht mehr. Odi, können wir das morgen machen, bitte? Warte mal. Blödmann. Brexy, was denn? Warte kurz, warte kurz. Jimmy steht. Warte. Und fertig, Jimmy. Ja, wirklich. Warum liegst du denn jetzt schon wieder? Weil mir schwindelig ist, aber ich liebe Schnee. Aber schau dir erstmal das Bild an. Schau mal, wie cool das aussieht. Stimmt's, Brex, hier? Das sieht ja mega cool aus. Aber wir haben doch gar keinen Sonnenuntergang. Mann, den habe ich einfach so hingemalt. Aber was willst du, Brex, hier? Leute, ich habe was richtig Cooles für uns. Was denn? Was? Schau mal. Das sind doch Flugtickets. Flugticket? Wohin denn, Brexy? Wie cool! Ich habe uns 3 Flugtickets bestellt. Wir fliegen in die Sonne. Wow, an Strand. Ich will da nicht hin. Das ist total blöd. Ich mag den Schnee viel mehr. Ich wünschte, es würde jetzt richtig dick schneien. Mann, Jimmy, aber Sonne ist doch... Regen! Ha, das ist so super! Regen ist voll uncool. Na gut, dann pass auf die Stadt auf. Brexy, dann lass uns einfach in die Sonne fliegen. Komm, wir müssen schnell zum Flughafen, sonst verpacken wir... Odi... Musst du noch was packen? Mann, nimm die Zeichnung mit, du Blödmann! Wollte ich schon sagen, das Wasser hat das ganze Bild fast kaputt gemacht. Ja, nimm's mit. Tschüss, Jimmy, wir sehen uns! Bist du blöd, Mann? Komm schon, Brexy, komm schon. Oh, hier schneit sogar ein Teil. Oh, es ist kalt, aber gleich geht's in die Sonne. Oh, das wird so cool, Leute. Oh, Mann, Brexy, wo fliegen wir denn hin? Wo fliegen wir denn hin? Das verrate ich dir nicht. Die Leute können doch raten, wo wir hinfliegen. Oh, Leute, bitte ratet mal, wohin wir in die Sonne fliegen. Schreibt's mal unten in die Kommentare, wo das sein kann. Oh, ich will da irgendwo hin. Und noch eine Frage, bist du schon mal geflogen? Wenn ja, musst du jetzt ein Abo dalassen, dass ich sehe, wie viele Leute schon geflogen sind. Und vielleicht können wir mal in Urlaub fliegen. Das wäre bestimmt voll cool. Brexy, komm schon. Komm doch endlich. Du hast gewartet. Oh Mann, wie viel haben denn die Tickets gekostet? 700 Euro. Boah, das ist voll viel, Brexy. Ich weiß, aber dafür geht's in die Sonne. Ja, aber warte mal. Denkst du, wir können fliegen, wenn hier Schnee ist? Du meinst wegen dem Schneesturm? Genau. Weiß ich nicht, das müssen wir herausfinden, aber beeil dich. Unser Flug geht gleich. Na gut, los geht's, Brexy. Boah, schau mal, Brexy, es hat aufgehört zu regnen. Boah, wie cool. Da ist unser Pilot, beeil dich. Boah, wie viele Flugzeuge hier auf dem Flugplatz sind. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, Herr Pilot? Wir haben die Tickets. Ja. Tickets? Heute fliegt kein Flugzeug mehr. Nee. Feierabend, sind wir zu spät? Ne? Aber was? Guck doch mal die Berge an, voller Schnee. Die ganze Schnee hat den Flugzeug kaputt gemacht. Nichts geht mehr hier. Ich seh's, das Flugzeug. Schau mal, Brexy. Das komplette Glas ist gesprungen. Aber Sie haben hier doch auch andere Flugzeuge. Schauen Sie mal. Ist so. Die sind alle mit Frostschutzmittel kaputt gegangen. Und die ganzen Elektronik und so. Ne? Das checkt die kleinen Kinder nicht. Aber wir haben doch voll viel Geld für die Tickets ausgegeben. Ja, Rückerstattung ausgeschlossen. Da kommen Sie einfach nächstes Jahr wieder. Ja, nächstes Jahr, wenn die Sommersaison ist. Genau, da können Sie Sommer. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich doch nicht. Wir bauen ihnen ein Flugzeug. Stimmt, genau. Ihr eh nicht. Nicht mal mit Kreativ würdet ihr das schaffen. Was? Ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind. Ich baue den Besten. Ich bin der beste Bauer aus unserer Stadt. Kommt mal her, ihr kleinen Scharabauken. So, stell dich mal da vorne hin hier. Warten Sie mal, Herr Pilot. Aber denken Sie, wir können dann trotzdem in Urlaub fliegen, wenn wir ihnen ein Flugzeug bauen? Ich sag's mal so, die Chancen steigen dann, ne? Da müsst ihr dann selber rausfinden. Na gut. Ich bin nur der Co-Pilot. Ich bin der beste Bauer der Stadt und Brexy meint, er ist der beste Bauer der Stadt. Ich bin der beste Bauer. Mann, Leute. Seid beide Bauer. Bauer. Na gut. Checkt ihr? Okay, ist das der Kreativhebel, Herr Pilot?
Nee, das ist eigentlich ein ja, das ist der Kreative, genau. Wenn ich ihn drücke, dann habt ihr beide kreativ, verstanden? Na gut. Es hat funktioniert. Wow, du kannst fliegen. Okay, ich bin dran. 3, 2, oh, wartet, Leute. Ich glaube, ihr müsst jetzt ein Like da lassen, damit ich den Hebel umschalten kann, weil der klemmt ein bisschen. Oh, kommt schon, Like, bitte. Oh, Mann, Brex, ihr habt schon kreativ. Kommt schon. Wow, es funktioniert. Okay, Herr Pilot, wir machen Ihnen das Ich mache ja gesagt, ein 1-Million-Flugzeug-Auto. Auto? Ich meine Flugzeug. Das will ich mal sehen. Ich glaube nämlich nicht daran. Ihr seid beide Snoops. Gut, Herr Pilot, Sie entscheiden dann, wer gewonnen hat. Brexy, ich gehe auf diese Flugbahn und baue hier mein Flugzeug. Und du baust hier dein Flugzeug. Und wir haben nur 15 Minuten Zeit, okay? Okay. Okay, Leute, dann müssen wir direkt loslegen. Und der Pilot bewertet dann. Und ihr natürlich auch, Leute, wer hier gewinnen wird. Okay, wir brauchen ein paar Sachen. So, okay, wir können schon mal anfangen mit der Form, Freunde. Weil ihr seht es ja auch bei diesen Flugzeugen. Mann, wir haben 3 Reifen. Die müssen wir hier bauen. Ein Reifen, dann geht's hier hoch. Und dann müssen hier noch ein Reifen sein. Und hier noch ein Reifen. Oh, das ist nicht symmetrisch, Leute. Moment. Wir gehen, machen einfach so, zack, 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 zack. Weil unser Flugzeug muss ja auch stehen irgendwie, Leute. So, okay, die Reifen sind schon mal gemacht, Leute. Oh, richtig cool. So, und dann geht das natürlich ein bisschen weiter hinten raus. Oh, Brex hat gar keine Chance gegen mich, Leute. Oh, ich werde das Ding hier so nach Hause nehmen. Ha! Okay, so, dann haben wir hier noch die Spitze dürfen wir natürlich nicht vergessen, Leute. So, zack. Okay. Und jetzt bauen wir das einfach hier nach hinten. So. Das ist dann gleich die Ladefläche. Und ich werde das größte Flugzeug der Welt bauen. Ha! Und Brexy hat gar keine Chance. Na, wie sieht's aus, du Loser? Ha, ich bin schon richtig gut dabei, du Blödmann. Ja, ja, das sagen alle Blödmänner. Du bist ein Blödmann, du Blödmann. Nein, du. Wie weit bist du denn schon? Ich bin schon sehr, sehr weit. Blöd, Mann. Okay, Leute, unser Flugzeug wird natürlich weiß, weil die normalen Flugzeuge sind, glaube ich, auch immer weiß. Das wisst ihr bestimmt auch schon, Leute. So, zack. Und wir müssen natürlich auch Sitze bauen. Die dürfen wir nicht vergessen, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. So, zack, 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 zack. Und natürlich auch die Flügel. Weil ohne Flügel können Flugzeuge nämlich nicht fliegen. Brexy, vergiss die Flügel nicht! Das musst du mir nicht sagen, du Trottel. Ha, okay. Oh, vielleicht kann uns der Herr Pilot ja auch mal ein bisschen helfen. Aber irgendwie war der komisch. Ich glaube, ich frage ihn erstmal nicht. So, dann müssen wir hier die Spitze bauen, Leute. Und zack, das machen wir natürlich hier zu. Und zack, so. Oh, mein Flugzeug wird so cool aussehen, Leute. Brexy hat gar keine Chance gegen mich. Zack, und so. Dann würde ich mal sagen, reicht das erstmal von der Höhe her, sage ich mal. So, zack, dann müssen wir hier noch einbauen, so, und ganz nach hinten. Und dann können wir uns sogar gleich an die Flügel rantrauen, Freunde. Zack, 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 hier wird es dann zugemacht, Leute, weil hier ist natürlich die Kabine, wo der Pilot sitzt. Und uns dann fliegen kann. Oh, ich will in die Sonne, Leute. Aber hier ist auch irgendwie kein Schnee mehr. So! Ha! Brexy hat gar keine Chance. So, und jetzt machen wir natürlich im Cockpit, machen wir Glas hin, Leute. So, ein Glasdach, zack. Da kann der Pilot hier sich hinsetzen und gleich dann lenken. Aber das bauen wir gleich noch. Zack, so. Und hier sitzen dann die Passagiere. So, so, so. Oh, Leute, das wird so cool. Natürlich müssen wir auch Sitze einbauen, weil sonst kann ja ein Flugzeug gar nicht sitzen. Und Fenster. Aber wir müssen jetzt erstmal das Flugzeug wieder zumachen. So. So, zack. Und so, zack. Das wird so cool, Leute. So. Das müssen wir jetzt einmal bis nach ganz hinten ziehen, Freunde. Dann wird nämlich das Flugzeug rund. Oh, cool.
Okay, Leute, wir haben das Dach gebaut und schaut mal hier vorne. Hier ist dann der Captain drin. Uns fehlen nur noch die Flügel, Leute. Oh, die. Was denn? Dein Flugzeug ist so groß, kann der überhaupt fliegen? Na klar kann der fliegen, das ist ein XXL-Passagierflugzeug. Du Blödmann. Naja, egal, Leute. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau. Zack. Jetzt machen wir natürlich noch die Flügel, Leute. Das wird richtig cool aussehen. So. Ach, mal Kinder. Hä? Was ist denn das hier für ein Flugzeug? Rexy, hör auf, du Blödmann. Und du, kleiner Ampelmann, was soll denn das sein? Das ist ein Airbus AXXL. Jetzt wartet doch mal. Wir sind noch beim Bauen. So, in 5 Minuten hast du noch Zeit, Braxy, sonst gibt's richtig Ärger. Ich hab noch voll viel Zeit, Leute. So, wir müssen nur gucken, dass der Flügel gleich ist. Das müsste hier sein. Wow! So, so. Und dann haben wir das so gebaut. Zack. Das hier weg. Und dann machen wir das Ganze zu. Dann ist der zweite Flügel auch fertig, Leute. Dann müssen wir noch innen drin was bauen, weil mein Flugzeug wird ein richtiges 1-Million-Euro-Flugzeug, Leute. Damit kann man dann richtig coole Sachen machen. Und einsteigen müssen wir hier natürlich auch. Deswegen kommt hier die Treppe hin, wo man dann später wegmachen muss, wenn man da einsteigt. Ihr wisst doch, Leute. So, zack. Und hier nochmal die letzte Stufe. Zack, ha! Und hier kann man dann rein. So, jetzt brauchen wir nur noch ein... Dann brauchen wir noch einen Sitz für den Piloten. Da brauchen wir so einen richtig coolen... So einen Rollstuhl. Der ist bestimmt voll cool. Dann setzt er sich hier hin und kann von hier aus lenken, Leute. Wow, und er kann sogar alles sehen. Okay, und jetzt brauchen wir noch die Sitze für die Passagiere, Leute. Dann nehmen wir diese roten, gemütlichen Sitze. Das sind auf jeder Seite 2 Stück, Leute. Oh, wie cool. Zack, zack und zack, zack. Und natürlich dürfen wir nicht die Fenster vergessen, Leute. Warst du schon mal im Flugzeug bei einem Fensterplatz? Wenn ja, dann lass mal ein Like da, weil ich bin immer bei dem Fensterplatz. Ich mag den Fensterplatz, aber irgendwie habe ich auch Angst vorm Fliegen. Oh Mann, ey. Naja. Okay, bei der Tür kommt natürlich nochmal 2 Abstand, weil bei der Tür ist immer mehr Abstand, Leute. Und schaut mal, wie viele Leute hier reinpassen. Oh, das wird so cool, Leute. Okay, so, hier noch 2 Sitze. Der muss weg. Boots, Boots, Boots. Und hier die letzte Reihe. So, und da können wir sogar noch einen machen. Ha! Okay, Leute. Jetzt brauchen wir natürlich noch coole Fenster. Bei jedem Sitzplatz ist ein Fenster. So, zack und zack und zack. Außer hier, die bei denen hier hinten. Bei denen geht es natürlich nicht, Leute, dass die ein Fenster haben, weil sonst kann das Flugzeug nicht fliegen. So. Und wir müssen noch oben diese Haiklaue machen, Leute. Ich sag immer Haiklaue, weil die Flugzeuge müssen ja den Wind brechen. Und ich glaube, damit brechen die den Wind. So, zack. Hier auch noch, Leute. Batz, batz, batz. Braxy, wie weit bist du? Ich bin schon sehr weit. Ha, aber noch nicht fertig, oder? Mm-mm. Ha, du Blödmann. Okay, Leute, wir haben den Innenraum gebaut. Oh, das sieht so cool aus. Okay, dann müssen wir einfach hier bei der Decke noch das hier zumachen, Leute. So, damit wir die Decke komplett gerade haben. Oh, das wird so cool. Okay. Und ich hoffe, wir können mit dem Flugzeug fliegen, Leute. Weil mein Flugzeug ist echt groß. Aber das ist ja auch das teure Flugzeug. Nicht so ein Noob-Flugzeug, wie Braxy gebaut hat. Ha! Braxy hat ein Noob-Flugzeug. Nein. Na klar. So. Ha. Okay, Leute. Jetzt fehlt uns nur noch... Schaut mal, der hat das hier auch. Hier nochmal 2 Flügel und so eine Haiklaue. Okay, dann machen wir hier nochmal 2 kleine Flügel, Leute. So, zack, zack, zack. Machen das hier so zu, Leute. Wow, cool. Und das Gleiche müssen wir jetzt hier auch machen. Und zwar hier, zack, zack, zack. Und dann hier so, zack. Und dann wieder zu. Oh, jetzt bin ich 1 zu hoch gewesen, Leute. Oh, Mann. So, zack, 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 zack. So. Okay, Leute, das wird schon cool. So, dann hier zu. Und natürlich den Hai-Dings hier oben.
So, das können wir als Treppe bauen einfach. Boah, cool. So, zack. Okay, und so. Okay, Freunde. Boah, schaut mal, wie cool das aussieht, Leute. Oh, mein Flugzeug ist super. Okay, irgendwie ist dieser Flügel noch ein bisschen zu kurz, Leute. So, den machen wir noch ein bisschen länger. Zack, dann sollte das passen. Wow, cool. Und schaut mal, hier sind überall die Fenster drin, Leute. Oh Mann, ey. Brixie hat keine Chance gegen mich. Okay, wir müssen noch ganz kurz das Cockpit machen. Das ist natürlich das Wichtigste hier, Leute. Und zwar hier drin. Wir brauchen einen Computer. Beziehungsweise ein Bildschirm, womit der Pilot dann alles sehen kann. So, hier zwei Bildschirme und hier oben nochmal ein Bildschirm. Aber wenn er sich hier reinsetzt, sieht er alle Bildschirme. Außer den da oben. Der oben ist für den Co-Flieger, Leute. Und zwar gibt es immer zwei Piloten und der kann dann oben nochmal gucken. Oh, cool. Okay, dann werden wir, weil wir ja einen Luxusflieger haben, werden wir hier noch vorne Fernseher hinmachen. So, zack. Und zwar zwei große Fernseher. Okay, die sind zu groß. Nehmen wir den. Medium. Zack, hier ein Fernseher. Und die vordersten Reihen kriegen natürlich einen Fernseher, Leute. Weil die sind die teuersten Plätze. So, zack. Und die ersten drei Reihen. So, zack. Wow, cool. Okay, Leute. Ich glaube, die Zeit ist sogar gleich rum, Freunde. Oh Mann, ey, was könnte ich noch bauen? Was könnte ich noch bauen? Oh, ich überlege gerade. Oh, mir ist das Wichtigste eingefallen, Leute. Und zwar brauchen wir doch eine Turbine. Weil ohne Turbinen, komm, können unser Flugzeug nicht abheben. Oh Mann, wir brauchen hier eine echt große Turbine. So, Moment, zack. Okay. Und das in der Mitte wird aufgemacht, weil da kommt ja natürlich der Wind rein. Und hinten wieder raus, Leute. Aber da müssen wir es kleiner machen. Und dann bauen wir das einfach so. Zack. Wow. Schaut euch diese Megaturbine an. Das gleiche müssen wir natürlich hier auch bauen, Leute. Eine Megaturbine. Die bauen wir genau hier hin. So. Zack. Zack. Warte mal. Wie viel haben wir da? Zwei oder ein? Ein Block. Okay. Dann sind die richtig nah an dem Flügel. So. Na halt. So. Zack. Zack, zack, zack. Hier natürlich wieder ein Loch, Leute. Putz, putz, putz. So, zack, zack, zack. Oh, ich bin echt gespannt, was der Pilot zu meinem Flugzeug sagt, Leute. Und schaut euch die Turbinen an. Wow, das sieht so cool aus, Leute. Okay, Leute, wir haben die Turbinen fertig. Braxy, bist du fertig? Ja, fertig. Okay, Braxy ist auch fertig, Leute. Okay, die Hinterreifen müssen ein bisschen größer sein. Die baue ich so. Zack, zack, zack. Zack. Wow, cool. Und das Vorderrad machen wir nochmal so. Zack, zack. Zack. Wow, Leute, jetzt kann mein Flugzeug abheben. Okay, Braxy, ich bin fertig und die Zeit ist sogar gleich um. Ich bin auch fertig mit meiner kleinen Passagiermaschine. Dann lass uns den Pilot holen. Hallo, Herr Pilot. Seid ihr jetzt endlich fertig? Wo sind Sie denn? Mann, ich bin hier. So, schauen wir uns mal die Flugobjekte an. Nö. Erst Braxy deins. Hä? Was ist das denn, Braxy? Was soll denn das sein? Das sind neuartige Maschinen. Das sind die, wie nennt Propeller, die uns nach oben befördern. Und dann steigen wir hier ein und fliegen los. Nee, zu gefährlich. Muss er wieder wegmachen. Zu gefährlich? Ja, nee, so geht das nicht. Okay. So, wie sieht's denn drin aus, du? Aber was ist das hier hinten, Brax hier? Das ist der Stabilisator. Ach so, das sieht aber gar nicht aus wie ein Flugzeug, du Blödmann. Aber lass mal drin schauen. Hä, hey, hier ist ja nur Platz für zwei Leute. Du sitzt ja auch auf meinem Schoß. Wieso sitze ich auf deinem Schoß, Brax hier? Weil das viel cooler ist, zusammen auf einem Schoß. Mann, nee, das finde ich gar nicht gut. Der Pilot hat ja nicht mal einen Fernseher, wo er alles steuern kann. Ist so. Er hat doch seine Augen, sie sind doch Pilot. Ja, warten Sie mal, ich mache mein Upgrade hier. Warte, so, perfekt. Jetzt kann man nicht das Flugzeug verlassen, weil er so schlecht ist. Braxy hat ein schlechtes Flugzeug. Okay, dann gehen wir zu meinem.
Okay, das ist mein Airbus 9900. Wow. Boah, das ist ja voll cool. Hier passen noch richtig viele. Und schaut euch mal diese riesigen Turbinen an. Ich werde eingesaugt. Hilfe. Die Maschine ist doch gar nicht an. Ist so. Das war auch ein Witz, Mann. Okay. Das sieht echt gut aus. Und genau. Da passen einige und Leute schauen rein. Sie mal hier oben. Ich habe nicht nur hier diese großen Flügel. Ich habe auch hier hinten die kleinen Flügel dran gemacht. Und den Hai. Ah. Und die Hai-Flosse hier oben. Ja, genau, wie sich das gehört. Das hast du super gemacht. Ha, genau. Und jetzt gehen wir mal einmal rein, bitte. So, jo, die Treppe. Genau, würde ich auch sagen. Die Rolltreppe, die wegkommt. Wow. Wir haben alle hier so gemütliche Stühle, Braxy. Und schau mal, wie viel Beinfreiheit jeder Gast hat. Das ist fantastisch. Mhm. Ist das hier die First Class? Das ist die, genau, erste Klasse. Hier sind nur die Leute, die sich das leisten konnten. Und hier vorne ist das Cockpit. Mann, Braxy, geh da raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh Mann, Braxy. Sofort raus, das ist mein Eigentum. Ich muss hier fliegen, du Blödmann. Da kann der Pilot gucken an seinen Monitoren vor ihnen. Der andere Monitor ist für den Co-Captain. Kann er alles anschauen, Breaks hier? Ja, gefällt mir, wird abgenommen. Aha, das kaufe ich ab, Udi. Ah, das kaufen Sie ab? Ja, das Flugzeug kaufe ich Ihnen ab. Okay, das kostet 1 Million Dias. Ha. Ach so, ich dachte da ja an so eine Bezahlung. Ah, eine Spielkiste? Ja, höchstens noch eine Pommes, ne? Für den Flug. Für den Flug? Naja, das ist schon eine hohe Anerkennung, ne? Nö, das Flugzeug kostet 1 Million Dias oder 1 Million Euro. Und wenn Sie das nicht bezahlen können, bekommen Sie mein Flugzeug nicht. Aber Sie können uns gerne damit fliegen. Nee, dann kannst du ja selber schauen, wie du damit wegkommst. Ich sag's mal so, ich hätte das gern geflogen, aber nee. Mann, Braxy, da fliegst du nicht in Urlaub. Dann sag 500.000. Nein, das kostet 1 Million. Dann fliege ich halt selber. Komm schon, Braxy. Komm. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber wir probieren es schon. Aber Freunde, ich glaube, hier muss ich aber jetzt erstmal das Video beenden, weil wenn wir jetzt fliegen, wird das vielleicht ein holpriger Flug. Deswegen lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Checkt meine besten Freunde ab und schaut euch diese zwei Videos an. Macht's gut und tschüss! Herr Udi, kommen Sie mal her! Was Herr, denn? Komm! Herr Pilot. Sie stehen auf meinem Flughafen! Das heißt meine Regeln!